ein recht herzliches Servus und Hallo an meine Zuschauer und vor allen Dingen ein gesundes neues Jahr euch allen. Heute bei diesem Neujahrsvlog am Dienstag. Ja, Neujahrsvlog. Bei mir ist es jetzt schon Silvester, Montag also, Tag vorher. Ich habe gerade meinen Pferdestall ausgemistet und die Lore ist zwar noch nicht ganz voll, aber ich will es trotzdem verfahren. Ich habe in der Garage noch Biomüll stehen und bei den Schweinen unten will ich auch noch ein bisschen den Mist mit rausziehen. Durch das, dass es bei uns, ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber es ist recht feucht und nass. Ist auch im Stall alles ziemlich feucht und nass. Dann habe ich mir gedacht, dann mache ich das heute noch mal ein bisschen sauber, weil die Feiertage muss man nutzen. Solange man daheim ist, wenn ich wieder arbeiten gehe, ist das immer ein wenig umständlicher. Ja, warum filme ich dann erst heute an Silvester? Gut, das ist ganz einfach zu erklären. Die letzten Tage ist einfach nichts passiert. Es war keine Arbeit weiter angelegen, also nichts Besonderes. Der Bulldog war soweit fertig, draußen im Hof, da waren nur die Viecher ganz normal machen. Es war eigentlich nichts zu filmen da. Was heute dann ein bisschen passiert ist im Laufe des Tages, ein Bekannter von mir oder Arbeitskollege war da, dem sein Auto haben wir einen schönen Unterbodenschutz verpasst. Und ich war heute noch fix einkaufen, habe Tapeten für meine Wohnung geholt, also fürs Wohnzimmer erst einmal und fürs Schlafzimmer soweit. Dann fehlt noch Flur und Küche, muss ich mal gucken. Im Bad brauche ich es nicht, da habe ich sowieso Fliesen dran, also das passt. Aber zumindest einmal die ersten zwei Räume habe ich schon Tapeten da. Ja, und jetzt habe ich, wie gesagt, gerade den Stall sauber gemacht. Mittagessen haben wir auch gerade. Und jetzt verfahren wir mal den Mist. Und welchen Bulldog sollte man dafür nehmen? Ganz einfach. Ist doch ganz logisch. Den kennt ihr ja. Zeit wird es, dass er mal was zu arbeiten kriegt. Der Schlepper ist jetzt soweit fertig. Öldruckleitung ist dran. Was jetzt aktuell noch fehlt, ist wie gesagt noch ein guter Kühler. Aber da habe ich bislang noch keine Rückmeldung, ob der in Ordnung ist oder nicht. Das wird noch ein bisschen dauern. Und was natürlich noch fehlt, sieht man ja vorne, es ist recht mau. Es fehlt das Kennzeichen. Ja, Zulassung habe ich noch keine. Interessiert mich aber herzlich wenig. Den Weg, wo ich fahre, bin ich früher auch immer ohne Führerschein und ohne Ding gefahren. Ich sage das jetzt einmal ganz offen und ehrlich. Da ist nie was gewesen. Da unten ist normal auch keiner unterwegs. Und selbst wenn, ich meine, ich will jetzt einfach mal mit dem Ding fahren, das sage ich so, wie es ist. Da hinten ist sowieso keiner unterwegs, höchstens immer Spaziergänger, bei dem Wetter auch eher nicht. Und da kann ich den Schlepper auch nehmen, genauso gut. Und das machen wir jetzt einfach mal. Das lassen wir dann erst einmal an. Und dann geht's los. Erster Schritt zum Anlassen. Vorpumpen an der Einspritzpumpe. Das war's schon. Dann gehen wir rum um den Schlepper. Dann kommt eine Zündung rein. Zack. Ein bisschen Handgas geben. Zack. Und dann stelle ich euch einmal auf Seite, wie es vorglühen geht. Ich habe einen Glühschalter drin, das wisst ihr ja. Ich stelle euch einmal auf Seite, dann geht es ein wenig leichter, weil ich muss ein bisschen nachglühen. Wenn er kalt ist, springt er einfach ein kleines bisschen schlechter an. Das sind wie gesagt noch die falschen Glühkerzen. Wie der gestartet ist, ein himmelweiter Unterschied, der kommt da sofort.
So, jetzt verfahren wir mal den Mist, da wünsche ich euch viel Spaß.
Na, läuft doch, würde ich sagen. Das geht. Ja, wie man im Video hoffentlich sehen konnte, er läuft. Geht wunderbar, Hänger ziehen geht. Die Lore hat jetzt circa ein Gewicht von einer Tonne gehabt. Also mit dem nassen Pferdemisch drauf. Das geht wunderbar. Den hat er wunderbar gezogen, Ast rein. Ein bisschen dreckig geworden ist er auch. So wie es halt sein muss. Die Aggerschiene hat er ein wenig Dreck gesehen. Heimwärts bin ich immer mit ein bisschen weniger Gas gefahren, dass mir vor die Vorderräder der Dreck nicht über auf die ganzen Kotflügeln aufliegt. Ja, das wäre eventuell für den Winter aber noch so eine Investition. Wirklich ein paar schöne Kotflügel da drauf vorne, die den gröbsten Dreck aufhalten, der von unten dann immer davor schleudert. Weil das hast du sonst immer auf dem Schlepper und ich meine, spritzt einem auch in die Richtung, wo man sitzt. Ist natürlich nicht so optimal, aber sonst hervorragend. Ast rein. Läuft, Kühler ist soweit dicht. Ansonsten die anderen Leitungen alle dicht, Hydraulik funktioniert. Die habe ich ja jetzt eine Weile gebraucht, aber die geht auch, die hält oben. Also alles wie gehabt, was will man mehr? Und macht richtig Laune damit zu fahren. Und genau aus dem Grund habe ich jetzt den Mist gleich wegfahren und mache jetzt mal die Schweine unten noch sauber, weil dann kann ich noch ein zweites Mal fahren. Macht mehr Laune. Ich will ja jetzt das Ding endlich auch mal nutzen und nicht bloß immer stehen haben. Lang genug drauf gewartet habe ich ja. Ich mache schnell sauber und wir sehen uns dann gleich wieder. So, damit wäre ich mit meiner Runde durch. Die Viecher sind alle fertig. Auch die Schweinchen haben einen schönen frischen Stall gekriegt und die Hühner hinten. Mutti liegt schon wieder im Säudruck. Ist immer so schön. Ja, draußen ist mittlerweile schon recht dunkel geworden. Hat der Winter halt so an sich, ne? Ja, falls man da überhaupt noch was erkennt. Wird deutlich dunkler. Dummerweise, jetzt fangen schon wieder die ersten Knallköpfe an und schießen. Also ich begreife es immer nicht, warum man das so früh schon muss. Aber, ja gut. Ich bin da einfach anders. Also ich bin mit Silvesterkrachen und dem ganzen Scheißdreck, das brauche ich überhaupt nicht. Kann machen, wer will. Ich brauche es nicht, welche meine Viecher schon. Und ich sag's auch ganz ehrlich, heute Nacht werde ich wieder eine Runde drehen, wenn das Schießen dann losgeht. Wir stoßen normal an. Und kurz drauf bin ich normal immer draußen, drehe meine Runde durch den Hof und schaue, dass die Viecher alle gut geht, dass soweit passt. Die Pferde hinten gucken, dass alles gut ist. Die Schweine auch mal runterschauen, weil bei denen weiß ich nicht, wie sie reagieren. Wobei ich denke, die werden keine großen Probleme haben. Bei den Hühnern hatte ich bislang noch nie Probleme. Wo es halt, wie gesagt, immer sind die Hunde, die kläffen. Aber sonst denke ich, müsste da schon einigermaßen gehen. Aber da drehe ich meine Runde und dann weiß ich Bescheid. Das mache ich normalerweise immer. Einfach um zu gucken, dass da nichts passiert, dass alles gut ist. Und dann läuft das. So, und jetzt würde ich sagen, wir verfahren den Mist nochmal. Jetzt sehen wir gleich, ob die Arbeitsscheinwerfer vom Kramer richtig funktionieren. Und ich wünsche euch nochmal viel Spaß. Und dann sehen wir uns nochmal. Machen wir mal ein bisschen Licht hier auf dem Bock.
Also ich finde ja, der Schlepper, der macht richtig was her, so mit Beleuchtung, wenn er da steht. Einfach geil, die Maschine. Macht richtig Spaß, damit zu fahren. Ja, bloß schnell die Aggerschiene ein wenig abgefleit, den gröbsten Dreck runter. Dann schaut er nicht großer aus. Aus, Licht aus, Zündung aus, Feierabend. So, das war der erste richtige Einsatz für den KA15. Ich sage, ein bisschen dreckig geworden ist er, das ist aber nicht schlimm. Die Reifen schauen jetzt wenigstens auch mal nach Schlepper aus und nicht nach Neuwagen. Habt ein bisschen was dran. Bloß ich habe ein bisschen abgefleit oben auf die Kotflügel. Das ist halt wie gesagt, da fehlen vorne vielleicht doch noch ein paar Kotflügel. Dann spritzt es nicht so rauf. Weil ich bin jetzt vor hinten vorgefahren und wie ich vorne angekommen bin und abgehängt habe, denke ich, ja, das schaut aber toll aus. Da waren die Kotflügel hier oben nämlich bis runter gesprenkelt. Und das macht sich nicht so gut und die Aggerschiene war zugemüllt mit Dreck. Ist ganz klar, die Räder schleudern es hoch. Ja, da hätte jetzt natürlich die kurze Aggerschiene, die ich liegen habe, einen Vorteil. Die statzt nicht bis über die Räder hinaus. Die ist ja nur zwischen die Unterlenker untergebracht. Da hast du den Dreck da nicht drauf. Ja, mal gucken, vielleicht baue ich die dann für den Winter immer drauf oder so. Ist halt einmal schnell abgespritzt. Ich meine, das ist ja nicht schlimm. Einfach einmal drüber gefleit. Solange der Dreck noch feucht ist, da geht es ja wunderbar. Hast du keinen Stress. Ist nicht übervorsichtig oder was, sondern es einfach schaut optisch ein wenig besser aus, als wenn der da jetzt gleich wieder zugesifft ist. Ich meine, den, muss ich ganz ehrlich sagen, den K15, den habe ich in die Halle reingestellt, beziehungsweise in die Garage letztes Jahr oder im Frühjahr, wie ich ihn benutzt habe. Der war über und über mit Dreck voll. Und ich weiß nicht, wer meine Videos da bei der Restauration verfolgt hat, die Teile, die wo ich vom K15 ausgebaut habe. Also das war ja alles über und über mit Dreck vollgemüllt und zugeschmiert. Also das hat keinen Spaß nicht gemacht. Deswegen gleich einmal ein wenig drüber waschen und die Sache ist gut. Das ist kein großer Akt. Gartenschlauch hat man an der Garage schnell abgespritzt. Gut ist die Sache. Ich sagte, ich wasche den Bulldog jetzt nicht gründlich, das ist ein Schmarrn. Ich brauche jetzt nicht die Reifen gründlich waschen oder so, auf denen fährt er. Aber zumindest, dass ich halt die Kotflügel ein wenig sauber halte. Will auch mal einer mitfahren, da kann sich ja nicht einmal einer draufsetzen. So läuft es. Ja, ansonsten, wie gesagt, gelaufen ist er wunderbar. Den Hänger habe ich gezogen. Klar, das war jetzt nicht die große Last. Also, ich habe die Lore schon teilweise mehr vollgeknallt. Die war bis oben hin mit richtig schweren, feuchten Pferdemist voll. Ich meine, wenn du das hast, dann wiegt das Zeug durchaus einmal 1,5 Tonnen.
oder 1,7 Tonner, die haben wir bestimmt schon gehabt. Da waren die Reifen dann selbst von der Lore platt und die sind mit 3,5 Tür aufgeblasen, also da war schon Last drauf. Von daher denke ich einmal, das was ich jetzt gehabt habe, das war Spielerei. Hat aber wunderbar gezogen. Ich bin jetzt im fünften Gang runtergefahren, also im höchsten Gang, den er hat. Zieht der Ast rein. Die 15 PS, für den Zweck genau das, was ich gebraucht habe. Und ich sage, ich denke mal, im Frühjahr wird der Schlepper dann auch der sein, der vor den Heuwender dann laufen darf. Und dann kann der KL 300 den Schwader dahinter kriegen. Dann habe ich die Maschine immer gleich angehängt, brauche nichts umhängen. Und dann kann ich mit dem KL 300 zum Beispiel schon los, kann zusammenschwaden. Und der Fahrer kann mit dem IHC, mit der Welger zum Beispiel los und kann pressen. Wenn es dann wirklich einmal nur der Mann ist oder so, dann habe ich die Schlepper direkt da, wo ich sie brauche und brauche nicht groß umhängen. Nicht so wie dieses Jahr, wo ich dann erst heim und dann musste abhängen und umhängen und wieder anhängen und mit dem nächsten Ding los. So ist einfacher. Naja, auf alle Fälle, das ist jetzt der aktuelle Stand. So steht er da, macht richtig Spaß zu fahren. Der alte Kühler ist im Moment durch das Kühlerdicht dicht, aber nicht zugesetzt. Also er wird gleichmäßig warm und auch der Rücklauf ist schön warm. Also keine Angst, hier sind keine Leitungen zugesetzt. Ich habe auch extra meinen Vater gefragt, wie hier dem Kühlerdicht, ob ich das rein tun darf. Das wird bei Ihnen drin teilweise auch genutzt. Überhaupt kein Thema. Das geht. Da braucht man keine Angst haben mit dem Verschleimen oder so. Bloß das Kühlerdicht, das was beim K15 zum Beispiel drin war, das war dieses richtig alte, das was halt dann so verharzt und die Löcher zuschmiert. Das war halt damals schon drinnen. Naja, und ich meine, das ist natürlich nicht optimal. Aber das, was ich da drin habe, überhaupt kein Problem. Das kannst du, wenn es das Wasser ablässt, ist das wieder mit draußen. Und kannst du auch vorsorglich reintun. Und dann ist das in Ordnung. Wie gesagt, ich mache mir da keinen Stress. Es funktioniert. Und wenn ich den neuen Kühler habe, dann kann ich sogar in der neuen Kühler das übernehmen. Selbst wenn ich da dann nochmal ein Löchle oder was drin hätte, dann ist es gleich zu. Wie gesagt, jetzt im Moment ginge sogar der, bis ich den anderen nochmal habe. Der ist, wie gesagt, eigentlich nicht optimal, weil er doch ein paar viele Löcher hat. Aber, wie gesagt, im Moment, es ging ja auch mit dem. Bloß für den Sommer ist vielleicht doch schöner, wenn ich da einen richtig gescheiten Kühler habe, der richtig dicht ist. Und nicht schon 100.000 kleiner Löcher und überall raussifft. Aber, wie gesagt, das ist ja ein anderer Hut. Gut, das war's dann. Ich würde sagen, jetzt machen wir Feierabend. Jetzt gehe ich hinauf. Nun gibt's bei uns, ja, ich werde jetzt nochmal das Kaffee trinken, dass ich durchhalte bis heute Nacht. Und dann war ich später, ja, auf 8 Uhr rum, haben wir gesagt, wenn wir Abendessen, gibt es bei uns Raclette heute. Und sonst, ja, wie gesagt, ich werde heute Nacht nochmal raus in die Stelle gehen. Mal gucken, vielleicht bringe ich das in das Video mit rein. Wenn, dann seht ihr das gleich im Anschluss. Ansonsten kommt hier im Anschluss dann gleich das Schlusswort. Ja, ich würde sagen, ein gesundes neues Jahr allen meinen Zuschauern. Ja, wie man hört, kurz nach 0 Uhr, es knallt jetzt ordentlich, drehen wir nochmal eine Runde. Leo, alles gut. Schauen wir einfach nochmal hier hinten vorbei. Mein Gott, mein Bulldog ist leise. Schauen, Hausen sind sie nicht zu sehen, wahrscheinlich im Stall drin. Spitzen wir mal vorsichtig rein. Wie gesagt, ich drehe abends dann immer noch mal eine Runde. Erst einmal gucken, dass alles in Ordnung ist. Na, was ist denn? Hallo, hallo, hallo. Alles gut. Was ist denn? Na? Anna, was ist? Alles gut. Ja, da stehen sie. Wie gesagt, ein bisschen aufgeregt sind sie natürlich, ganz klar. Das lässt sie nicht vermeiden, für die ist das auch Stress. Ist einfach so, wie man sieht, die stehen jetzt die ganze Zeit hier schon im Stall, ist schon wieder alles versifft. Ich war ja vorhin draußen um 10:45. Ja, denen ist das natürlich auch nicht geheuer, ist ganz klar. Alles gut. Ne? Alles gut.
Ja, deswegen habe ich draußen auf die Kuppel abgesperrt, dass die nicht während der Knallerei dann auf der Kuppel stehen. Du weißt ja nicht, drehen sie durch oder was. Dann hast du richtig ein Problem. Das will man ja vermeiden. Ist soweit auf alle Fälle gut. Wie gesagt, die sind natürlich jetzt dann auch etwas durch den Wind. Ganz klar. Aber es geht wohl im Moment ganz gut. Schweinchen? Schweinchen? Na? Ja, also ich glaube, die sind entspannt. Die schauen zumindest nicht aus, als wären sie euch gestresst. Naja, bei meinen Hühnern machen wir gar keine Sorgen, die kennen es. Aber ich sag immer mal durchgucken. Es schadet nie. Ja. Gut. Das wird es dann auch gewesen sein. Ich werde später nochmal eine letzte Runde drehen. Schau da noch einmal durch, ob irgendwo was ist. Und ja, dann ist da der mit Silvester gelaufen. Dann haben wir Neujahr. Ich wünsche euch, wie gesagt, ein gesundes neues Jahr. Erfolgreiches Jahr 2019. Und ja, man sieht sich wieder. Bis dahin. Servus, euer Michel.